Willkommen zu einer neuen Folge Star Stable Online. Ja, ein neuer Mittwoch, ein neues Update. Ja, es gibt ein neues Arbeitsreitweiserin hier bei Yelena. Es ist an der Zeit für eine neue Herausforderung, findest du nicht? Ich möchte euch aber warnen, die engen Kurven tauchen fast wie aus dem Nichts auf. Da braucht man wirklich flinke Hufe, Grey Shadow. Oha. Da bin ich mal gespannt. Wow, okay. Na gut, es geht noch. Erstmal gucken, wo die Streckenführung lang geht. Oha! Also das ist doch schon relativ eng gehalten. Aber gut, ich finde fürs erste Mal war das schon nicht schlecht. Okay, ja, eigentlich nicht schlecht. Ich kann jetzt nicht meckern. Wie ich schon gesagt habe, diese Herausforderung ist etwas kniffliger als die andere. Du hast es jetzt... Was? Du kannst jetzt gerne wieder versuchen, wann immer du möchtest. Ja, gerne. Okay. Also der Start war jetzt schon mal besser als vorher. Aber ihr hört schon, dass ich mich übelst konzentrieren muss in der einen Stelle, sodass ich gar nicht babbeln kann. Schon heftig. Aber trotzdem sehr schön. Okay. Das war's. Wo wir einmal dabei sind, können wir das andere Rennen eigentlich auch gleich machen. Das klappt wenigstens etwas besser, weil da bin ich schon ein bisschen geübt drin. Weil das Rennen hier nun selbstverständlich zu meinen täglichen Rennen gehört. Wenn ich die Pferde level... Hat man gerade sehr gut gesehen. Ups, Entschuldigung. Ja, so ist das, wenn das Telefon bimmelt. Da muss man halt kurz die Aufnahme unterbrechen. Schade, jetzt ist natürlich die Musik leer. Ne?
Wenn ich mich recht erinnere, geht die in diesem Rennen auch nicht nochmal an. Naja, gut, okay. Sei jetzt dahingestellt. Okay. Gut. Das fand ich doch schon mal gar nicht so schlecht. So, ihr Lieben, ich glaube, das war's aber eigentlich auch. Ich weiß gerade gar nicht. Moment, lasst mich mal gucken. Bevor ich lüge. Nein. Nein, das war alles. Mehr kam nicht rein. Ich kann ganz kurz gucken, was später noch so geplant ist, beziehungsweise was für nächste Woche geplant ist. Kleinen Moment. So, News. Da können wir gleich mal gucken, was da eigentlich drin steht. Oh, nein, Planänderung. Ich sehe gerade in den News von diesem Update, dass wir im Lifetime-Shop ein neues Item haben. Das würde ich mir gerne mal angucken. Das Video der Woche habe ich übrigens auch gerade voll im Blick. Das ist nämlich das Trailer-Video der Starshine Ranch. Auch nicht schlecht. Moment. Ja. Ist jetzt nicht zwingend mein Favorit, sieht aber schön aus, muss ich sagen. Da würde ich aber gerne warten, bis dann das komplette Set da ist. Weil ich gehe, so wie das hier aussieht, davon aus, dass das ein gesamtes Set wird. Mit Sattel, mit Trense, mit Satteldecke, mit Gamaschen, mit Oberteil, mit Hose, mit Schuhe, mit wie auch immer. Von daher würde ich gerne noch ein bisschen warten. Ansonsten sieht die Satteldecke eigentlich schon gar nicht so schlecht aus. Die hole ich mir vielleicht sogar, aber wie gesagt, jetzt noch nicht. Ja, ihr Lieben, das soll's von mir dann auch schon gewesen sein. Kleines Schlusswort vorweg. Ihr hattet ja beim letzten Mal noch die Möglichkeit, ein kleines Schwätzchen mit der Maria zu halten.
Die Maria befindet sich jetzt im Klinikum. Ich denke mal, so weit darf ich schon vorausgreifen. Der Maria geht es soweit noch gut. so viele Details möchte ich eigentlich gar nicht vorweggreifen, weil wenn, dann möchte ich das schon in Maria ihren Beisein machen, wenn sie dann wieder da ist. Ansonsten würde ich sagen, machen wir einfach, sobald ich mehr weiß, ein separates Video dazu und ansonsten alles, wenn die Maria im Video wieder mit dabei ist. Das werde ich dann alles mit der Maria selber absprechen und ja, lasst euch überraschen. Ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich fürs Zuschauen, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.